An der Stelle, wir nehmen die Gems heute von meinem neuen Langzeitpartner. Displayed. Super interessante Sache. Ich hab auch einige hier, die kann ich euch auch zeigen. Das sind. Wenn wir den Chat hier noch aufmachen, mache ich gleich. Das sind Metallposter. Das sind Metallposter mit allen möglichen Figuren drauf. Ich habe zum Beispiel eins von Hamburg, weil ich schon für immer in Hamburg wohne. Dann habe ich noch eine Figur von Call of Duty. Ich glaube, so eine Hamburg-Map habe ich ungefähr. Die haben Tiere, die haben alles Mögliche. Also als Dekoartikel für euch bei euch im Zimmer. Metallposter, super geil. Die werden mit Magneten an die Wand befestigt. Super easy, kann jeder anbringen. Kann man auch tauschen, dass ich sagen kann, ja, ich will jetzt hier die Bilder tauschen. Guckt euch das gerne mal an. Code TRIMAX, damit bekommt ihr ordentlich Rabatt und unterstützt den Stream. Gerade hier bei Bestselling einige nice Sachen dabei, auch gerade für Gamer. Zwei geile Sachen macht das Unternehmen Displayed. Hier oben ist es ja sogar schon. Jedes Mal, wenn ihr, glaube ich, euch ein Displayed kauft, werden 10 Bäume gepflanzt auf der Welt und die haben schon 10 Millionen. Okay, das läuft auf jeden Fall bei denen. 10 Millionen Bäume, also es sind ja Metallposter, aber sie tun was Geiles für die Umwelt. 10 Bäume werden gepflanzt pro Poster. Und das Geile ist, die unterstützen weltweit über 25.000 verschiedene Künstler. Wo sie dann zum Beispiel, was ist hier zum Beispiel, keine Ahnung, eine Klopapierrolle. Also es gibt auch super kreative Sachen, wo dann jegliche Leute unterstützt werden. Finde ich geil. Ich habe 4 Stück hier, werde ich euch nochmal vorstellen. Habe ich auch mal auf der Instagram-Story gezeigt. Da kommen auch ständig mehr Sachen rein. Ich habe als Ziel von mir hier noch ein Logo reinzubekommen. Das würde ich richtig feiern. Wenn mein eigenes Logo so in einer richtig geilen Qualität auf so einem Metallposter ist, mit Magneten an die Wand, finde ich nice. Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken wieder Rush Wars und wir wollen uns heute mal wieder richtig Pay-to-Win gönnen. Wir haben gerade 43.000 Juwelen aufgeladen. Das Game ist noch nicht mal draußen. Macht das zu Hause auf gar keinen Fall bitte nach. Zieht euch die Videos rein. Schaut, was man machen kann, wenn man maximal viel reinpaint, was da alles möglich ist. Aber zockt das Game über Monate hinweg und man kann Free-to-Play auch super viel erreichen und darum geht es ja auch gerade. Wir überlegen jetzt, was können wir am besten mit den Gems machen? Ich möchte unbedingt Level 10 kommen. Ich habe schon ein bisschen gezockt, auch offstream. Ich glaube, fast 2 Stunden, bin jetzt auf 329. Ist natürlich sau beschissen für mein Level oder für mein Kartenlevel. Aber an der Stelle jetzt sagen alle, pay to win, bla bla bla. Das ist ähnlich wie bei Clash of Clans. Wenn ihr ein krasses Rathaus habt und ihr greift schlechtere Rathäuser an oder ihr greift schlechtere Gegner an, dann habt ihr Nachteile. Ich finde zum Beispiel nur Gegner, die sind relativ krass. Also es wäre deutlich einfacher zu pushen, wenn ich später meinen Chopper geupgradet hätte. Also das an der Stelle, das ist auch so, dass Pay-to-Win ein bisschen bestraft wird. Ziehen wir uns da gleich rein. Wir machen trotzdem weiter. Ich sag, wenn ich so derbe Pay-to-Win bin, dann kann mich ja eh keiner mehr aufhalten, wenn ich Richtung Maxed gehe. Wir wollen Level 10 kommen. Das ist teuer. Das sind jedes Mal hier ungefähr 20 Euro. Da sind jetzt auch keine Karten dabei. Meine momentane Armee, kann ich euch mal ganz kurz zeigen, ist... Hier, ich kann mal drücken. Der Boxer, unglaublich geiler Tank, Stunt sogar. Der Laser-Typ habe ich auf Level 9, glaube ich, ganz heftig. Ein Ninja, der sich durchsneakt. Dann hier diese Paratroopers, ist sowas wie ein Kobold-Fass. Kann man die Truppen hinter die Gegner feindlichen Linien schmeißen. Und wenn es gar nicht läuft, dann setze ich noch einen Heilzauber ein. Funktioniert gut, macht Spaß. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, wenn wir uns auch gleich nochmal... Oh, hier sind 44 Boxer und 22 Lasertypen, das muss ich mir holen. Auch wenn das Ding etwas kleiner ist, das waren halt genau die, die ich brauche. Hier ist ein Commander. Das wäre mein erster Commander Level 2. Ich finde die zwar von allen Commandern, finde ich die Lady Grenade am dürfsten, aber man switcht ja sowieso die ganze Zeit durch. Okay, das ist krass. Commander Level 2. Es gibt auch 300 XP. Das ist ordentlich. Ist sowas wie Legendary. Kann man mit vergleichen. Da hat jeder auch seine Fähigkeit. Oder wir Helden aus Clash of Clans. Ist sehr, sehr geil. So, wir machen weiter. Diese Pakete lohnen sich eher noch am meisten. Aber das sind keine Karten drin, die ich brauche. Schon wieder nicht. Das kostet, was wir hier machen. Habe ich noch nie aufgemacht. Ich habe total gewonnen. Die versagen so heftig die Gegner gegen mich. Man muss ja nicht angreifen, man kann ja auch skippen, wie in Clash of Clans. Er muss mich nicht angreifen und er greift mich trotzdem an. Ich bin auf einem viel zu derben Level. Die rot-orangene, diese Gatling-Waffe, sowas wie ein Inferno-Turm, umso öfter sie angreift, umso krasser, umso schneller greift sie an. Das ist ganz interessant. Ich habe hier noch aufgrund meines Teams noch einen Tesla. Ja, die Minen treffen leider nicht. Ja, und die Mauer ist halt insane, die ist halt Level 12. Was will er... So dumm, die Truppen. Die laufen einfach wieder zurück. Habe ich schon eine feine Base.
Finde ich ganz geil. Achso, und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir hatten ja sofort gestern ganz neu mit meinem Clan ein Clan War sozusagen gestartet. Und unser Gegner ist einfach Clash Esports, die offizielle Esports-Orga von Clash. Das ist der richtige Clan. Unser allererster Clan-Krieg geht in 2 Stunden los. Müssen wir nochmal gucken. Also, keine Ahnung, ein bisschen Pech gehabt. So, Defense Box gönnen wir uns. Bronze 2 Defense Box. Was ist denn hier drin? Oh, die ist aber weak. Die ist schlecht. Das ist, weil ich erst Bronze 2 bin, ne? In Bronze 2 bringt das. Also, das war ja eine grauenhaft schlechte Box. Wow. Aber ich will jetzt erstmal Level 10 kommen. So, wir machen jetzt mal hier. Gönnen uns nochmal ein bisschen. Ich hoffe, hier kommt gleich mal noch so ein Stack, den ich brauche. Wie so ein Lasertyp oder Paratroopers sind ein paar dabei. Das ist echt sau viel Kohle. Oh mein Gott, noch eine Legendary, noch ein Commander. Das Ding wird sich auf jeden Fall gegönnt. Laser und Paratroop. Oh Gott. Ich verfalle hier komplett in eine Sucht. Macht's nicht nach, Leute. Ringer, also der Boxer plus der Lasertyp, das muss gekauft werden. So, jetzt müssen wir erstmal upgraden. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Holy shit, das geht hier viel zu schnell. Hochbringen. 10 XP, danke. Danke für 10 XP. Damit bin ich ja schon beinahe Level 10. Ist ja noch nicht mal Max dann. Das kostet ja jetzt schon irgendwie direkt irgendwie 5000 Euro, Max zu sein oder sowas, ne? Das ist ja gar nicht nice. Was ist das denn? Flobby ist im Chat und lacht nur. Flobby, ich hab dich erwischt. Du hast über 1000 Trophäen. Du hast 10 Stunden durch. 6 Stunden durchgezockt. Ja, Flobby, Alter. Brutaler Typ. Ja! Lol, ich hab's gar nicht mitbekommen! Level 10! Oh mein Gott, nice. Oh Gott, 40.000. 40.000 Upgrade. So. Neue Truppen, neuer Commander, alles möglich. 40 Gold pro Stunde jetzt. Sauber. Okay, das sind die Einheiten, die ich haben kann. Was bist. Den kennen wir doch schon, oder? Der ist in der Defense? Der ist nur Defense. Er wird angegriffen, macht gar nichts. Der Dummy stirbt, ist eine Bombe und. Als ob die drin stehen bleiben. Naja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob der so geil ist. Was kannst du denn? Zeigen wir mal Preview. Ach du Scheiße, die ist da drin. Die ist in dem Panzer drin. Was? Lol. Und die spawnt immer wieder diese kleinen. Wie sind die Stats? Wie ist die Range? Attack Range 5,5. Kann ich mal ganz kurz. Attack Range 5,5. Wie ist deine Attack Range? 6. Also fast die Range von dem Bazooka-Typen. Was ist denn da los? Okay. Gönnen wir uns die neuen Truppen. Oh, der kostet schon 2250. Der war immer ganz nice, aber ich glaube, mit den 2 Lasertypen fahren wir besser. Vor allem mit der Heilung. Die haben ja so viel Leben. Die sind so langsam, die haben so viel Damage. Und ihr werdet gleich sehen, dieser Laserschuss penetriert alles. Habt ihr das gesehen? Die Granatwerferin stand hinten und hat einfach den Schuss abbekommen und ist auch gestorben. Flog einfach durch die Sachen durch. Genau da so, habt ihr gerade gesehen, wie das Geschütz wieder getroffen wurde. Durch den Tesla. Und der Damage ist lächerlich. Der Damage ist einfach lächerlich. Ja. Also, ich muss auf jeden Fall ordentlich nach oben kommen mit den Trophäen. Ganz dringend. Keine Ahnung, wie wir das machen. Ich wurde angegriffen. Geil, zeig mal. Der greift mich schon wieder an. Der ist auf Level 1. Der möchte durch die Level 12er Mauer durchkommen. Da sind die Minen. Der ragt das Ganze zwar, was nicht verkehrt ist. Aber der kommt noch nicht mal vor ihm. Also, das habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Das verstehe ich nicht. Das wollen wir mal attack. Wir machen mal einen Luftangriff, ja? 2 hiervon. Und noch ein Helikopter. Und als Zauber nehmen wir. Arcades. 2 Stück. Attack. Der Helikopter fliegt nach vorn. Jetpack, Leute, komm hinterher. Start, Arcade, bam, bam. Arcade Level 13 einfach. Guck mal, was kommt da einfach reingefetzt. Das war der Einzige, der hätte Luft angreifen können. Der Rest ist nur auf dem Boden. Hier nochmal deine Fähigkeit einsetzen. Gut, die schießt alles daneben, das war nicht so clever.
Es ist verrückt. Alter, der Hit vom Helikopter. Die wissen gar nicht, was abgeht. Das ist halt das Problem, ne? Übel. Übel. Eine Rare Box. Einiges drin. Geht zurück. Ich wurde schon wieder angegriffen. Wieso greifen die mich an? So, jetzt zeig du mal. Mal zweifache Geschwindigkeit. Ja, er kommt da mit einem Arcade. Interessant. So, mein Geschützen. Da ist die Mauer und... Okay. Sehr weise vom Gegner. Also, es ist halt eine Sache, wenn ich... Also, wenn man früher in Clash of Clans reingepayt hat und man hatte eine absolut unglaublich heftige Base, dann wurde man einfach nicht angegriffen. Aber ich habe damit niemanden geschadet. Ich war einfach zu heftig in der Defense. Alle, die mich gesehen haben, mussten skippen. Fertig. Aber die greifen mich jetzt irgendwie trotzdem an. Vielleicht sehen die das doch nicht. Vielleicht sehen die, ja, Minenwerfer Level 12 ist dann so. Ist vielleicht nicht gut. Platzier mal die Plasmakanone. Die sind auch auf einem zu beschissenen Level. Alter. Ich kriege pro Angriff wie viele Sterne? 3. Für 10.000 Sterne bräuchte ich dann... Wie lange müsste ich denn zocken? Der deutsche Release ist leider noch nicht bekannt. Das passt, da sind wir auch durch. Das gibt ordentlich Gold. Schön, Flawless Victory. XP wieder dabei, neue Box aufmachen. Oh, noch eine Plasma Gun, nice. Was haben wir denn noch gar nicht angegriffen? Wir machen mal dich. Einfach mal 7 hiervon. Hotshot, finde ich auch eine geile Truppe. 7 mal RPGs. Ach ja, ich habe noch einen. Wie viel habe ich denn davon? Das ist ein krasser Tank, der fällt einfach um. Alright. Wo geht dann noch ein Tesla? Okay. Ja, das sind halt komplette Allrounder, die Dudes, ne? Die sind halt richtig stumpf. Guter Damage, bisschen tanky, Distanz in Ordnung, im Nahkampf sau viel Schaden. Fertig. Oh, das mache ich sofort. Einen schnellen Angriff noch, bitte. Zack, 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 zack. Jetzt mit einem Hotshot und mit Panzern. Aha, müssen auf die Bombe aufpassen, ist ein Dummy. Ja, Hotshot ist ganz schön dumm, läuft voll in die Bombe. Ach, die Panzer schießen ja echt langsam, ne? Aber dafür sind sie auch ganz schön tanky. Was macht ihr denn da, hä? Ich glaube, die sind ein bisschen dumm. Lass mal heilen. Wieso greift er die denn nicht an? Alter, wie lange hat das gedauert? Der ist Level 10, aber kann das sein, dass der schlecht ist? Der hat nicht krass viel Leben, der greift unglaublich langsam an und der Schaden ist dann auch nicht so krass. Der ist ja 1:1 wie der Lasertyp, nur langsamer, weniger Schaden, seine Schüsse penetrieren den Gegner nicht und er ist ein bisschen dumm. Wow, super. Ich habe jetzt überhaupt nicht, also jede, ach, die können noch alle einsammeln. Jede Truppe hat ja Vor- und Nachteile, das Ding hat, ist glaube ich ein einzelner Nachteil. So, 3x Jetpacks, ah, direkt in die Minen rein. Damage ist gut, Gegner hat die Shield-Truppen auf dem Level. Oh, die kann leider nicht Luft angreifen, die Arme. Der Tesla kann aber Luft angreifen, aber der chillt noch. Zack, zack. Der Jetpack ist ja sau chillig. Schaffen die den Tesla? Ja. Schaffen die das Geschütz?
Digga, was macht ihr da? Oh, Digga, das kann doch nicht sein. Das ist doch krass. Die sind auf so einem derben Level. Goldmine expired. Das hatte ich noch nie. Was bringt das? Find Goldmine. New Goldmine. 10. Oh, erstmal wieder Defense aufbauen. Okay. Digga, das ist gut, was ich mache. Jetzt können wir direkt mal hier die Plasma Gun bringen. Passt die hier irgendwo hin? So dick ist die. Das ist ja blöd. Oh, warte mal, kann ich das hier wegmachen? Nein, scheiße, das hier wollte ich wegmachen. Deko. Kann ich jetzt die Plasma Gun hier hinbewegen? Schön. Sau teuer. Ich weiß nicht, ob das so worth ist, aber dafür ist die Defense halt ziemlich stark dann, ne? Mhm. Dann kommen ja hier hundertprozentig die Dudes hin. Was haben wir denn noch? Haben wir hier mal noch einen Spawner? Safe and go home. Eine der besten Taktiken aktuell ist Shields und Bazookas. Ah, okay. Minenwerfer. Ach, ich sag gar keinen Minenwerfer. Schön auf wieder. Egal, schaffen wir. Wir müssen erstmal hier das Geschütz angreifen. Start. Also, jetzt haben wir einen Tank und hinterher kommt Luft. Der Spawner ist gegen uns, kann nichts machen. Der Minenwerfer auch nicht. Wir müssen nur ein Geschütz zerstören und schon haben wir gewonnen. Ein Geschütz kaputt machen? Die können nichts machen. Das ist natürlich entspannt. Oder? Wann gibt's das Game für alle? Weiß ich noch nicht. Ist erst der Soft Launch? Ist erst ein Test in verschiedenen Ländern? Ich glaube Kanada, Australien und irgendwo noch? So lange wie bei Browser soll es nicht dauern. Ich gehe von 2 Monaten aus. Kann aber auch völlig falsch sein. Das ist der Plan. Mal ganz kurz gucken, ob ich schon wieder aufladen könnte. Oh ja. Da machen wir direkt nochmal ein neues YouTube-Video, denke ich. Es ist halt wie es ist, ne?